Dann können wir jetzt eintreten in den Tagesordnungspunkt 69, der aufgerufen wird mit dem Dringlichen Entschließungsantrag mit der Drucksache 20-3076. Das ist der Setzpunkt der Freien Demokraten. Und ich darf Herrn Dr. Büger für die Fraktion der Freien Demokraten das Wort erteilen. Oh ja, danke schön. Herr Präsident, meine Damen und Herren, einen schönen guten Morgen. Wir beginnen mit einem Thema, das uns sehr wichtig ist. Denn die Corona-Krise zeigt wie in einem Brennglas Versäumnisse dieser Landesregierung. Nämlich die Hochschulen, unsere wichtigen hessischen Hochschulen, sind leider nur unzureichend für digitale Lehre vorbereitet. Dabei ist digitale Lehre so wichtig. Warum ist sie wichtig? Nun, aus unterschiedlichen Gründen. Da kommen zum einen die sehr praktischen Gründe. Jemand kann zu Hause krank sein, ein Bein gebrochen haben, andere aus anderen Gründen verhindert sein, aber durchaus geistig voll da. Der sollte auf diese Weise entsprechend an der Lehre teilnehmen. Es kann jemand einen Auslandsaufenthalt haben und bei einer Lehrveranstaltung teilnehmen möchten oder einfach einen sehr weiten Weg zu seiner Hochschule haben und sagen, für eine Veranstaltung, die jetzt eine Stunde ist an dem Tag, die nehme ich jetzt von extern nach. Und natürlich kann es sein, dass ich auch Stoff nacharbeiten möchte. Auch das ist sinnvoll. Aber über die praktischen Gründe hinaus sind es auch sehr methodisch grundsätzliche Dinge. Ein Fernstudium ist auf diese Weise als Kombination ermöglicht. Ich habe die Digitalisierung als neue Kulturtechnik, und letztendlich wollen wir ja auch die jungen Menschen in eine digitale Mündigkeit führen. Jetzt hat die ganz konkrete Krise, die Corona-Krise, gezeigt, wie wir in diesem Sommersemester ganz schnell aus den Präsenzveranstaltungen heraus müssen. Und wir fahren an vielen anderen Stellen, was wir ja auch sehr unterstützen als Freie Demokraten, und das Leben wieder hoch. Aber uns ist bewusst, dass die Hochschulen hier unter sehr großen Schwierigkeiten stehen, denn oftmals hat man hier sehr große Gruppen und man hat Gruppen mit wechselnder Zusammensetzung. Deswegen werden wir noch für eine längere Zeit digitale Angebote gerade an Hochschulen benötigen. Was wäre gerade vor diesem Hintergrund nötig? Nun, wir bräuchten viel mehr Livestreams, wo wir direkt aus Vorlesungssälen Übertragungen haben könnten. Wir bräuchten Aufzeichnungen, dass man auch zu einem späteren Zeitpunkt sich mal eine größere Veranstaltung ansehen könnte. Und wir müssten Videokonferenzen haben, die einfach, performant und sicher sind. Und die zentrale Frage, die wir uns als Freie Demokraten stellen, ist, sind die Hochschulen hierfür ausreichend vorbereitet? Und leider ist unsere Antwort nein. Und das trotz sehr viel Elan. Was wir in den Hochschulen, gerade bei den Dozentinnen und Dozenten, sehen, sind leider die Mittel nur begrenzt. Und ich darf hier zitieren aus der Studie des HIS-Instituts für Hochschulentwicklung. Laut der schätze nämlich knapp 83% der Befragten den Stellenwert der Digitalisierung für ihre Hochschule hoch bis sehr hoch ein, den Stand der Digitalisierung aber sehr viel geringer. Und als größte Hemmschwelle nennen sie mangelnde Ausstattung mit ausreichenden Ressourcen wie Finanzmittel und Personal. Was fehlt konkret? Es fehlen in den meisten Hörsälen Geräte für Aufzeichnungen. Da hat man gerade einmal einen Beamer, wo man etwas quasi an die Wand werfen kann oder auch auf eine Seite. Ich habe die technischen Voraussetzungen für Speicherung, Serverkapazitäten sind noch völlig unzureichend. Und Videokonferenzsysteme, ich habe mich gerade jetzt in der Krise mit vielen Dozentinnen und Dozenten unterhalten, die sind typischerweise entweder nicht datenschutzkonform oder nicht zuverlässig oder nicht performant oder gleich mehrere dieser Probleme zusammen. Und das ist jetzt nur ein Problem im Bereich der Lehre. Hinzu kommen Bedarfe im Bereich der Verwaltung und im Bereich der Forschung. Und ebenfalls noch zu klären sind Fragen des Urheberrechts. In Vorlesungen werden häufig Ergebnisse anderer dargestellt, Dinge, die in Büchern, die in Werken dargelegt sind und deswegen ein Urheberrecht unterliegen. Hier muss es etwas geklärt werden, denn klar ist, wenn der Dozent es an die Tafel schreibt oder seine normalen Vorlesungsskripte hat, das ist bisher bekannt und in Ordnung, genauso wie das kopierte Skript.
Da hat man eine Vereinbarung schon vor vielen Jahrzehnten mit der VG Wort gemacht, dass, wenn ich kopiere, es da eine Abgabe gibt. Aber für die elektronische Verbreitung, ich weiß, da gibt es seit Jahren Diskussionen, aber bis immer noch keine Klärung. Mit der Folge, dass der Dozent, wenn er eine Übertragung hat über einen elektronischen Kanal, alleingelassen wird. Aber ich darf hier festhalten für uns, keine Vorlesung darf illegal sein. Und unsere Dozentinnen und Dozenten, die tun sehr, sehr viel, aber sie tun viel trotz und nicht wegen der Landesregierung. Und deswegen brauchen sie unsere Unterstützung. Sie brauchen nicht ein Lob für das, was ich gerne ausspreche, aber ein Lob, für das sie sich nichts kaufen können, sondern sie brauchen Unterstützung. Und wo sind denn die finanziellen Mittel? Lassen Sie mich da in die Fakten gehen. Klar, wir haben autonome Hochschulen. Das ist uns als Freien Demokraten auch immer sehr wichtig. Aber die müssen auch die Mittel haben. Deswegen haben die Hochschulen im Vorfeld der letzten Landtagswahl mal reinen Tisch gemacht und mal gesagt, was sie brauchen, und haben gesagt, wir brauchen 5 × 50 Millionen €, also über 5 Jahre jeweils 50 Millionen Euro. Das sind nach Adam Riese 250 Millionen. Jetzt wurde ein Digitalpakt verkündet mit 112 Millionen. Das sind weniger als die Hälfte, genau 44% dieser Summe. Und es wird noch schlimmer. Für das Jahr 2020, man muss ja erst einmal mit der richtigen Investition starten, stehen nicht 50, nein, da stehen gerade einmal 8 Millionen Euro zur Verfügung. Das sind gerade einmal 16%, 84% unter der benötigten Summe. Und 60% des Gesamtpaktes der 112 Millionen, die sind erst in den Jahren 2023 und 2024 vorgesehen. So lange können und dürfen aber unsere Hochschulen nicht auf Digitalisierung warten. Und dann wird gesprochen von Corona-bedingtem Mehraufwand. Frau Staatsministerin, Sie nehmen uns, stellt so 3 bis 4 Millionen € Kompensation in Aussicht. Bisher sind Sie aber noch nicht angekommen. Und dann gibt es eine PM des HMWKs. Frau Ministerin wird sicherlich auch etwas dazu sagen können. Und da heißt es drin, dass Corona-bedingter Mehraufwand aus den 8 Millionen € kommen soll. Was gilt denn nun? Ich hoffe sehr, dass das entsprechend nicht stimmt. Denn wenn wir die Kompensation auch noch daraus nehmen, dann verringern wir noch die 8 Millionen den Betrag, der eh schon zu wenig ist, noch entsprechend runter. Auch das können Sie sicherlich, Frau Dorn, jetzt einmal klarstellen. Meine Damen und Herren, was wären denn tatsächlich Kosten, wenn man so mal reingreift? 250, 112 Millionen auf 5 Jahre. Ich habe einfach mal einen Überschlag gemacht. 14 Hochschulen, im Schnitt 15 Fächer, 5 Räume pro Fach und Hochschule, das ist schon eher wenig, die man dort ausstatten würde, wären über 1.000 Räume. Wenn man ein sinnvolles, performantes Videokonferenzsystem hat, wo man auch aufzeichnen kann, wo man Dinge übertragen kann, dann ist eine Größenordnung von 10.000 € mit Sicherheit richtig. 1.000 mal 10.000 sind 10 Millionen. Allein dafür hätten wir eine Investition notwendig von 10 Millionen €. Aus dem Schulbereich wissen wir, dass wir dort allein für Videokonferenzsysteme noch einmal 5 Millionen € ausgeben. Hier wären sicherlich noch einmal die Hälfte dieses Betrags auch für unsere Hochschulen wichtig. Wir brauchen etwas für digitale Rechte und die Endgeräte an unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im wissenschaftlichen Bereich. Da haben wir 14.000, die bei weitem noch nicht alle ausgestattet sind, sind noch gar nicht drin. Wir sehen 10 Millionen plus 2,5 Millionen, noch einmal mehrere Millionen für die Geräte. Das sind 8 Millionen, alles andere als auskömmlich, sondern völlig unzureichend. Und deswegen, meine Damen und Herren, das Ganze zeigt, der Digitalpakt Hochschulen, für den sich die Koalition ja durchaus hat feiern lassen, der ist ein Scheinriese. Und Scheinriese, um das mal zu erklären, wäre nicht mehr so, ich habe mit meinen Kindern noch einmal Augsburger Puppenkiste Jim Knopf sehen können. Das ist so eine eigentlich nette, freundliche Figur, die von Weitem ganz riesig aussieht, als wäre sie etwas ganz Tolles, Großes, wo auch manche sogar davor Angst haben, nämlich der Tour-Tour. Aber je näher man ihm kommt, je näher man ihm kommt, umso kleiner, bis am Ende sogar winzig ist er. Genau so ist Ihr Digitalpakt, und so bleiben Chancen ungenutzt. Es gäbe aber riesige Chancen durch Digitalisierung. Wir könnten auf manche Präsenzveranstaltungen verzichten. Wir könnten uns konzentrieren auf Seminare, kleinere Gruppen, weil andere Angebote bereitgehalten würden. Wir könnten digitale Angebote für Evaluation nutzen. Wir sollten jetzt erst einmal schauen, was haben wir denn im Sommersemester 2020, was ist denn gut gelaufen, aber besonders was ist schlecht gelaufen. Wie können wir das ändern? Und wir können auch später wissenschaftlich fundiert von unseren autonomen Hochschulen unsere Lehre ganz anders evaluieren lassen, wenn wir das in einem elektronischen Verfahren machen. Aber was könnten wir auch tun?
digitale Gremiensitzungen durchführen. Der eine oder andere, der in einem Kreistag im Stadtverordnetenparlament ist, der weiß, wie wichtig das jetzt in solchen Krisensituationen ist, damit man solche Rückfallpositionen hat. Digitale Prüfungen, Frau Ministerin, wir haben erst gestern darüber gesprochen, dass wir das im Rahmen von Verordnungen jetzt, ich hätte fast eine Notverordnung, ganz schnell machen wollen. Das hätten wir längst schon tun können. Aber da könnten wir uns mal und sollten wir uns richtig Gedanken machen. Digitale Abschlüsse. Mit Kollegen Oliver Stirböck habe ich dort haben wir als Freie Demokraten einen Antrag erarbeitet und eingebracht, dass wir solche Zeugnisse entsprechend haben. Und voll digitalisierte Bibliotheken brauchen wir ebenso. Deswegen, meine Damen und Herren, Schwarz-Grün setzt falsche Prioritäten. Wir haben Klimamanager, aber keine Digitalmanager an unseren Hochschulen. Das ist der falsche Weg. Und, meine Damen und Herren, und damit, Herr Präsident, komme ich zum Ende. Die Zukunft unserer Hochschulen, die ist aber digital. Und Louis Pasteur, großer französischer Wissenschaftler, hat gesagt, Veränderungen begünstigen nur den, der darauf vorbereitet ist. Lassen Sie deswegen unsere Hochschulen hier nicht alleine. Seien Sie darauf vorbereitet. Gehen Sie mit uns den Weg, um unsere Hochschulen aber wirklich zu digitalisieren. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Büger. Nächster Redner ist der Kollege Frank Steinrath für die Fraktion der CDU. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Wer in den 90er Jahren studiert hat, wird sich sicher noch gut an Karteikartensysteme, alte Computer, kaum oder kein Internet erinnern und den allseits beliebten Overhead-Projektor. Das alles ist zum Glück Geschichte, denn Hessens CDU-geführte Landesregierung hat sich schon lange auf den Weg gemacht, das Land und vor allem die Hochschulen zu digitalisieren. Und so wie Sie, Herr Dr. Büger, das Bild jetzt hier gerade dargestellt haben, so eine Art Steinzeit in unseren Hochschulen. Also, da sind wir schon lange, lange weg. Aber ich komme noch dazu. Wir sind gemeinsam, auch vor Corona, auf einem sehr guten Weg. Und das seit nun gut mehr als 10 Jahre. Mit dem Ergebnis, dass heute unsere Universitäten über schnelles Internet, ausreichend Computerarbeitsplätze in den Instituten und Bibliotheken der Hochschulen, Beamer, Smartboards, VR-Brillen, das kennen Sie ja auch, gerade in technischen Bereichen verfügen und ausgebaut worden ist. Die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Schließungen auch von Einrichtungen der Hochschulen sorgte dafür, dass natürlich die technischen Notwendigkeiten einen Sprung gemacht haben. Aber vor allem auch die Ansicht bzw. Einsicht an den Universitäten und Hochschulen, dass zurzeit Präsenzveranstaltungen nicht möglich sind und somit bereits vorhandene Technik eingesetzt werden müsste, wie das Streamen von Vorlesungen und Seminaren wurde zurückgegriffen und ausgebaut. Ich bin mir sicher, Dozenten wie Studenten werden hier viele neue Erkenntnisse mitnehmen und diese in die Arbeit nach der Pandemie mit einfließen lassen. Daher ist der FDP-Antrag hier nicht zielführend, wenn er behauptet, die Mittel seien nicht ausreichend. Denn die Landesregierung hat kurzfristig Mittel für 2020 bereitgestellt, um die digitale Lehre während der Corona-Pandemie zu unterstützen. Daraus resultiert unter anderem auch die neuen Möglichkeiten des Streams und der Online-Lehre. Das haben unsere Hochschulen mit Unterstützung der Landesregierung in kürzester Zeit bestens hinbekommen. Wir haben vor Corona in die Digitalisierung investiert und tun es während und auch nach der Pandemie. Allen voran mit unserem Digitalpaket für Hessens Hochschulen, welches 112 Millionen € umfasst. Damit investieren wir noch mehr in die Zukunft, damit unsere Hochschulen noch besser mit noch schnellerer Technik ausgestattet werden können. Hessens Hochschullandschaft soll nicht nur seine gute Qualität halten, wir wollen sie auch ausbauen und erweitern. Denn wir investieren in die Zukunft. Investitionen in Fortschritt, Forschung und Innovation ist unser Markenkern, der CDU-geführten Landesregierung und der Koalition von CDU und GRÜNE.
Der Hessische Hochschulpakt hat zwischen 2016 bis 2020 bereits an 8 Standorten die Digitalisierung gefördert. Zusätzlich gibt es noch das Programm Digital gestütztes Lehren und Lernen in Hessen, kurz DIGLL, oder man kann auch Diggel sagen. Bis 2019 waren das zusammen knapp 10 Millionen Euro für die Digitalisierung der Hochschulen. Der Digitalpakt für die Hochschulen führt beide Programme nun zusammen, explizit für den Bereich Digitalisierung an allen Hochschulen Hessens von 2020 bis 2024 fort. Er umfasst nicht nur 10 Millionen, sondern die erwähnten 112 und somit eine enorme Steigerung in den Programmen, um Digitalisierung voranzutreiben. Ich meine doch, dass das eine sehr große Summe ist, um begonnene Projekte zu beenden und auch neue anzufangen. Und das ist in einem hohen Tempo. Das haben Sie jetzt festgestellt. Es ist mit einem ordentlichen Schub vorangegangen. Der Digitalpakt beinhaltet dabei nicht nur die Anschaffung von neuer Hardware, es geht auch viel weiter. Seine Schwerpunkte sind der Ausbau und die Digitalisierung von Forschung, Lehre und Verwaltung an den Hochschulen. Er unterstützt unter anderem durch die Anschaffung und den Ausbau von Open-Source-Angeboten das ganze Angebot und komplementiert es. So können Studenten und Dozenten einfacher und schneller auf digitale Quellen, Datensammlungen und Inhalte zugreifen, anstatt teure Lizenzen erwerben zu müssen, also für jedes Gerät immer wieder. Die digitale Lehre und das Lernen werden ausgebaut. Gut zu sehen derzeit durch Online-Vorlesungen, welche man von zu Hause aus verfolgen kann oder auch im Park oder wo man auch immer sitzt und streamen kann. Auch sollen künftige Forschungsdaten leichter geteilt werden können über ein Forschungsinformationssystem sowie die gemeinsame Forschungsdateninfrastruktur. Es wird ein neues System für alle hessischen Bibliotheken geben, sodass diese auch mit denen der Hochschulen noch besser vernetzt werden. Das wird die Buchausleihe zusätzlich verbessern, wenn die Bücher nicht sogar schon online verfügbar sind. Die Verwaltung profitiert durch neue Cloud-Systeme zur Speicherung und gemeinsamen Nutzen von Daten sowie in einer gemeinsamen Betriebsinfrastruktur. Ein wesentlicher Schwerpunkt wird zudem die Förderung der Forschung für künstliche Intelligenz darstellen. Wir werden führend sein, um diese Kerntechnologie der Zukunft maßgeblich mit voranbringen zu können. Das Kompetenzzentrum für künstliche Intelligenz erhält dafür 38 Millionen zusätzlich. Ich komme jetzt langsam zum Schluss. 112 Millionen Euro aus dem Digitalpaket. Über 10 Millionen Euro aus dem Programm Digitale Lehre. Das heißt neue Endgeräte, neue Netzwerke, neue technische und digitale Möglichkeiten, neue gemeinsame vernetzte Betriebssysteme an 14 Hochschulen, Bibliotheks- und Informationssystem für 12 Hochschulen, Hessisches Kompetenzzentrum für Hochleistungsrechner von 5 Universitäten, die Hessenbox als freier Cloud-Speicher, Forschungsinformationssysteme, Forschungsdateninfrastrukturen für viele Hochschulen, hessische Identity-Management-Infrastrukturen, einen virtuellen Arbeitsplatz an den Hochschulen, innovative Zugänge zur Hochschule und zur Bibliothek an neuen Hochschulen, dann das angesprochene Diggel, digital gestütztes Lehren und Lernen in Hessen an 11 Hochschulen und so weiter und so fort. Den Rest können Sie sich auch mal im Internet angucken. Ich will das jetzt hier nicht sprengen. Wir legen den Schwerpunkt auf Forschung. Wir legen den Schwerpunkt auf Hochschulen, Studenten und Dozenten. Und damit legen wir den Schwerpunkt für unsere Zukunft an den Hochschulen und an die Digitalisierung. Darum fasst der Antrag von CDU und Grünen die Fakten auf den Punkt zusammen. Und darum bitten wir um Ihre Zustimmung und wir lehnen Ihren ab. Ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege. Nächster Redner für die Fraktion der AfD ist der Kollege Dr. Grobe. Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Damen und Herren Abgeordnete! Und täglich grüßt das Murmeltier, könnte man meinen. Denn wie ein Mantra fordert die FDP Tag ein, Tag aus
in die Digitalisierung aller Bereiche. Und nun, in Zeiten von Corona, sind die Hochschulen an der Reihe. Doch ist die Digitalisierung für die, ich sage es ganz deutlich, systemrelevanten Hochschulen wirklich so elementar und soll damit das Ende der klassischen Universität eingeläutet werden. Wissen Sie eigentlich noch, was Universität bedeutet? Die Universitas Magistrorum et Scholarium bedeutet die Gemeinschaft der Lehrenden und Lernenden. Der große preußische Bildungsreformer Wilhelm von Humboldt fügte noch die Universitas Literarum hinzu. Das heißt die allumfassende wissenschaftliche Bildung. Das bedeutet, dass die Hochschulen nicht nur ein Ort von Forschung und Lehre, sondern auch der Begegnung und der Interaktion, sprich des Austausches sind. Diese bildet die Grundlage für die gemeinsame Identität von Hochschule und deren Angehörigen. Und das trotz einer heutzutage viel zu hohen Betreuungsrelation in Hessen, wobei nicht übersehen werden darf, dass bei einer Online-Lehre die Betreuungsrelation noch steigen würde. Und hier sind wir beim Kern angelangt, der Wissensvermittlung und Aneignung. Sicherlich kann man mit interaktiven Digitalformaten Lerninhalte ergänzend vermitteln. Doch das Aufarbeiten von Problemkonstellationen und einer kritischen Reflexion des eigenen Forschens ist nur möglich, wenn es einen offenen Austausch gibt. Und das geht nur mittels einer Präsenzlehre. Und die Präsenzlehre ist schlicht unabkömmlich, meine Damen und Herren. Beispielsweise müssen angehende Ärzte auch Patienten untersuchen, damit es später zu keinen Behandlungsfehlern oder Fehldiagnosen kommt. Auch müssen Chemiker und Physiker Versuche in Laboratorien durchführen und nicht zu Hause in den Küchen. Ähnliches gilt für Geistes-, Natur- und Ingenieurwissenschaften. Denn bei diesen Studiengängen müssen bestimmte Sachverhalte verschriftlicht werden. Es müssen praxisnah und schrittweise Lösungswege gezeigt werden, wie einzelne Reaktionsgleichungen und Molekülzeichnungen in der Chemie, Beweisführung in der Mathematik oder spontane Satzkonstruktionen mit grammatikalischer Erläuterung in der Sprachwissenschaft. Was in diesem Semester an einigen hessischen Universitäten passiert ist, lässt vielleicht den einen oder anderen endlich aus dem Digitalisierungswahn aufwachen. So berichteten mir Studenten, dass die Präsenzpflichten von einigen Kursen einfach aufgehoben wurde, obwohl die körperliche Anwesenheit vor Corona verpflichtend war. Auch sind die Anforderungen an die Studenten gelockert worden. Beispielsweise waren früher mindestens zweimal pro Semester Vorrechnungen und Präsentationen in den Naturwissenschaften Pflicht. Bei digitalen Kursen gilt dies nicht mehr unbedingt und ist teilweise nicht mehr umsetzbar. Na ja, Sie haben 22 Semester Politikwissenschaften studiert. Sie müssten vielleicht ein bisschen ruhiger sein. Zudem werden nicht alle Online-Vorlesungen aufgenommen. Studenten, deren Professor Aufzeichnungen anbietet, sind im Vorteil gegenüber anderen, deren Vorlesung nicht aufgezeichnet wird. Dies liegt unter anderem daran, dass nicht alle Dozenten in der Lage sind, Wissen auch über digitale Kanäle zu vermitteln. Vielen fehlen die technischen wie didaktischen Kompetenzen. Denn nicht jeder Hochschullehrer ist eine Vera Birkenbiel. Diese Motivations- und Managementtrainerin schaffte es nämlich leicht, über das Internet und spielerisch Wissen so zu transportieren, dass dieses hängen blieb. Vielfach ist der digitale Austausch an den Hochschulen demotivierend und steht den Zielen universitärer Lehre entgegen. Denn an den Bildschirmen wird der Widerspruchs- bzw. Diskursgeist nicht geweckt. Man hört überwiegend nur zu und schaltet bereits nach wenigen Minuten ab, wie Studien zeigen. Ein wissenschaftlicher Erkenntnisgewinn, wie er für das Studium unverzichtbar ist, wird dadurch ad absurdum geführt. Nicht von ungefähr haben bis zum letzten Samstag fast 4.300 Hochschullehrer in einem offenen Brief die Rückkehr zur Präsenzlehre gefordert. Diesen Aufruf unterstützen wir von der Alternative für Deutschland ausdrücklich. Sehr geehrte Damen und Herren, allgemein stehen wir einer Digitalisierung positiv gegenüber, da diese in nicht wenigen Fällen auch ein Treiber für Innovationen sein kann. Dennoch muss ein qualitativer und struktureller Mehrwert für Hochschulen und Studenten sichtbar werden. Eine Digitalisierung nur der Digitalisierung wegen lehnen wir deshalb ab. Die digitale Lehre muss unseres Erachtens an den Bildungsauftrag angepasst sein und nicht umgekehrt. Kommen wir nun zu dem von der FDP in ihrem Antrag proklamierten nachhaltigen Ausbau der digitalen Lehre.
Die FDP agiert mit dem moralisch aufgeladenen und politisch korrekten Begriff der Nachhaltigkeit. Dieser ist nicht nur beliebig ideologisch und schier illusionär. Warum? Hardware kann nicht nachhaltig sein, weil sie nach kurzer Zeit veraltet ist und entsorgt werden muss. Es ist aber auch illusionär zu glauben, dass die Digitalisierung zu Einspareffekten führt. Vielmehr wird diese die bereits heute chronisch unterfinanzierten Hochschulen weiter deutlich belasten. Dies auch deshalb, da es einen Wildwuchs an Studiengängen gibt. Im Wintersemester 2019/20 existierten in Deutschland bereits über 20.000 und in Hessen 1.485 Studiengänge. Digitale Massenformate lassen sich bei dieser schieren Menge nicht unbedingt umsetzen. Der Frankfurter Lehrstuhlinhaber für Didaktik der Biowissenschaften, Hans-Peter Klein, bringt es auf den Punkt. Ich zitiere ihn. Allein die Spezialisierung der rund 10.000 Bachelorstudiengänge versteht mit ihrem blumigen Namen und in ihrer perspektivlosen Vielfalt eigentlich niemand mehr. In den USA werden die Mickey-Maus-Studiengänge Made in Entenhausen genannt. Zitat Ende. Da käme auch die Digitalisierung an ihr Ende. Zumal der Betrieb digitaler Angebote auch einen hohen Ressourceneinsatz mit viel Personal erfordert. Die Mitarbeiter müssen zudem über eine technische sowie eine fachwissenschaftliche Expertise verfügen. Wo kommen die Experten her, frage ich Sie. Zudem verfügt nicht jeder Student über einen schnellen Rechner oder über ein 5G-Netz, insbesondere dann nicht, wenn er im ländlichen Raum wohnt. Wenn die Hardware nicht oder nicht annähernd für alle gleich ist, entstehen Nachteile. Den Datenschutz lasse ich heute einmal außen vor, denn dieser ist eine weitere Hürde für die digitale Lehre. Ein ganz anderer Aspekt, der viel schwerer wiegt, wird bei dem FDP-Hype um die Digitalisierung häufig übersehen. Diese lässt sich nicht ohne Verletzung des Grundgesetzes umsetzen. Artikel 5 Absatz 3 garantiert nämlich die Wissenschaftsfreiheit und Freiheit der Lehre. Die Dozenten können selbst entscheiden, welche Methoden sie bei der Wissensvermittlung nutzen. Eine reine digitale Lehre wäre nach Ansicht des Hochschulverbandspräsidenten Bernhard Kempen ein Grundrechtseingriff, und zwar ein massiver, in die Wissenschaftsfreiheit. Meine Damen und Herren, die FDP fordert in ihrem Antrag, wie einige andere Bildungspolitiker auch, eine wissenschaftliche Evaluierung der digitalen Lehre. Diese Testeritis ist Ausdruck eines erbärmlichen Bildungsverständnisses. Das sind nicht meine Worte, sondern die vom langjährigen Präsidenten des Lehrerverbandes, Josef Kraus. Diesen können wir uns anschließen. Denn das ist reine Zeitverschwendung und lässt nur die Kassen der Altparteien, der den Altparteien nahestehenden Beratungsunternehmen klingeln. Aber darum geht es Ihnen ja wohl. Besser wäre es, wenn man sich wieder dem globalen Wettbewerb aussetzen würde und auf leistungshungrige Studenten setzen würde. Denn wir brauchen zukünftige Eliten. Wir brauchen keinen Durchschnitt, einen Durchschnitt, der sich besonders stark auch in der Politik hier breit macht. Um Josef Kraus noch einmal zu zitieren, eine zur Gleichheit verurteilte Gesellschaft wäre zur Stagnation verurteilt. Anstelle einer Debatte über eine digitale Lehre wäre eine Debatte zur Elitebildung dringender denn je. Denn ohne eine Elite ist eine herausragende Forschung gar nicht möglich. Aber das wollen unsere bildungspolitischen Gleichmacher nicht. Der mecklenburg-vorpommersche Kultusminister, der ehemalige Matthias Brotkopf von der SPD, ist da schon etwas weiter. Zitat: Was aber macht denn eine Universität zu einer Exzellenten, wenn nicht die in ihr tätigen, exzellenten Wissenschaftler, also eine akademische Elite? Und diese ist in jeder Universität eine Minderheit, von deren Ruf die Mehrheit unverdientermaßen profitiert. Zitat Ende. Fassen wir zusammen. Die Digitalisierung ist nur als Ergänzung der akademischen Lehre geeignet. Die Wissensvermittlung und Aneignung kann nur durch eine reale Interaktion innerhalb und an der Hochschule erfolgen. Denn dies bedeutet Wissenschaftsfreiheit. Lassen wir es nicht so weit kommen, dass aus cogito ergo sum covido ergo sum wird. Es wird Zeit, dass die Hochschulen schnellstmöglich wieder zur Präsenzlehre zurückgehen, denn nur der Forschungsgeist hilft der deutschen und hessischen Wettbewerbsfähigkeit. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Grobe. – Nächste Rednerin ist die Kollegin Eisenhardt für die Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN.
Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Es ist 3 Wochen vor Semesterende. Sehr geehrter Herr Dr. Büger, deshalb zeigt dieser Antrag, den Sie hier vorlegen, doch nur eins. Abends werden die Faulen fleißig. Das Digitalsemester findet seit 10 Wochen statt. Am 20. April sind die Hochschulen in die Vorlesungszeit gestartet. Deshalb lassen Sie uns einen Blick zurückwerfen. Die Hochschulen haben sich logischerweise bereits vor Vorlesungsbeginn für eine Videokonferenzsoftware entschieden. Die Forderung nach einem zentralen System oder einer zentralen Lizenz ist überholt, und sie ist auch nicht hilfreich. Manche Hochschulen haben eigene freie Serverkapazitäten und konnten Open-Source-Systeme aufsetzen. Andere greifen auf externe Dienstleister zurück. Die einen brauchen mehr interaktive Tools für kleinere Gruppen, und andere müssen stabile Streams für mehrere hundert Leute aufsetzen. Ich finde, die Hochschulen haben in ihrer Autonomie hier eine große Verantwortung gezeigt. Es ist richtig, dass Sie die Situation in den Studierendenwerken und in den Studierendenwohnheimen einsprechen. Am 1. April habe ich mich mit einem Schreiben an die Wissenschaftsministerin gewandt und auf das Problem von unzureichenden Anbindungen in Studierendenwohnheimen hingewiesen. Das HMWK hat die Studierendenwerke und die Hochschulrechenzentren unterstützt, schnell zu reagieren, indem beispielsweise auch Begrenzung von Datenvolumen aufgehoben wurden oder direkte Zugänge in das Intranet der Hochschule geschaffen wurden. In den Wohnheimen, aus denen sich Studierende an mich gewendet haben, konnte eine ausreichende Internetverbindung hergestellt werden, um der Online-Lehre zu folgen. Dafür gilt mein herzlicher Dank den Studierendenwerken und den Hochschulrechenzentren. Die Forderungen, die Sie in Ihrem Antrag stellen, sind ja größtenteils nicht falsch. Aber Ihre richtigen Forderungen bleiben hinter dem zurück, was die Landesregierung bereits tut. Informieren Sie sich, was in Sachen gemeinsame Datenbanken und Software in die Hochschulen und das Land schon auf den Weg gebracht haben. Schauen Sie einmal, was an Evaluationen zum Digitalsemester bereits läuft. Machen Sie sich schlau, welche Fortbildungsangebote E-Learning-Zentren und hochschuldidaktische Arbeitsstellen haben. Wenn Sie sich mit der Lehre im Digitalsemester befasst hätten, würden Sie nicht schlussfolgern, dass die Pandemie eine fehlende Ausstattung in Seminarräumen gezeigt hat, denn diese standen in den letzten Wochen leer. Statt Digitalmanager für die Hochschulen zu fordern, wüssten Sie, dass der Digitalpakt bereits verbindlich eine Governance-Struktur vorsieht und auch finanziert. Statt strategische Konzepte für digitales Lehren und Lernen zu fordern, wüssten Sie, dass es diese gibt und dass der nächste Schritt ein gemeinsamer Rahmen zur Qualitätssicherung eben dieser Angebote ist. Und wenn Sie der Meinung sind, dass die Mittel des Digitalpakts nicht ausreichen für 2020, dann reicht es als Haushaltsgesetzgeber nicht, die Landesregierung für die Höhe der bereitgestellten Mittel zu kritisieren, sondern bitte beziffern Sie den Bedarf. Ich möchte Ihnen einen Blick auf diggl-hessen.de empfehlen. Kollege Steinraths hat das Programm schon vorgestellt. Hier können Sie selbst nachschauen, wie unterschiedlich und wie weit die didaktischen Angebote und technischen Lösungen an den Hochschulen sind. An der JLU gibt es Web-based Trainings. An der Frankfurt University of Applied Science kann man Lehrer in Podcasts hören. Kassel setzt Peer-Feedback-Verfahren in Moodle ein. Und an der THM wird die Produktion von Lernvideos zentral unterstützt. Das Verbundprojekt Digitalgestütztes Lehren und Lernen in Hessen hat auch im Digitalsemester zu einem wichtigen Wissensaustausch unter den Hochschulen beigetragen. Die Darstellung, dass die Hochschulen in der digitalen Lehre noch nicht weit sind, ist schlichtweg falsch. Nur ohne die Pandemie ist es eben die Freiheit der Lehrenden, selbst zu entscheiden, wie ihre Lehre aussieht. Und Herr Büger, hier hat mich der Eingang Ihrer Rede doch irritiert, weil die Perspektive des Fernstudiums an den Präsenzuniversitäten, die Sie skizziert haben, ist nicht das Ziel, das wir verfolgen. Und mich wundert es auch, dass das eine Idee ist, die die FDP hier heute präsentiert hat. Damit es in der Krise schnell geht, ist es ganz besonders wichtig zu schauen, wo braucht man zentrale Lösungen und was kann dezentral in der Autonomie der Hochschulen erfolgen. Ganz klar, zentral vom Land gefragt war Geld.
Deshalb war es die richtige Entscheidung, Mittel aus dem Digitalpakt für zusätzliche Streaming-Kapazitäten, Ausstattung von videobasierten Lehrveranstaltungen sowie einen Notfonds für studentisches Arbeitsmaterial einzurichten. Das Land ist damit seiner Verantwortung nachgekommen, die Hochschulen bei dieser großen Herausforderung zu unterstützen. Die Maßnahmen in der Pandemie können natürlich nur so hilfreich sein, wie das Fundament, auf dem sie aufbauen, stabil ist. In den letzten anderthalb Jahren haben wir den Hochschulpakt über 11,2 Milliarden € erfolgreich abgeschlossen, das Forschungsprogramm LOEWE erfolgreich weiterentwickelt, damit es in Zukunft von 60 auf 100 Millionen € jährlich anwachsen kann. Wir sind mitten in der Begutachtung für ein KI-Zentrum, und wir haben den Digitalpakt über 112 Millionen € auf den Weg gebracht. Mit dem Digitalpakt ist die Digitalisierung in den Hochschulen ein Schwerpunkt der Hochschulpolitik. Der Digitalpakt legt auch einen wesentlichen Schwerpunkt auf digitale Lehre. Das heißt noch nicht, dass in der digitalen Lehre alles super ist, sondern dass wir es eben kontinuierlich weiterentwickeln, dass wir ein gutes Fundament haben. Auch das macht der Digitalpakt deutlich. Wir bauen auf etwas aus, aber wir wollen jetzt mit dem Digitalpakt den nächsten Qualitätssprung in der digitalen Lehre und der Digitalisierung der Hochschulen machen. Zu den grundsätzlichen Elementen des Digitalpakts hat Herr Steinrath schon einiges gesagt, und ich denke, die Wissenschaftsministerin wird sicher auch noch etwas dazu sagen. Deshalb möchte ich zwei politische Ausrichtungen des Paktes hervorheben. Der Digitalpakt denkt von den Menschen aus, die an den Hochschulen lernen, lehren und arbeiten. Er sieht Digitalisierung als Mittel für freie Forschung und gute Arbeitsbedingungen und nicht als Selbstzweck. Er setzt auf die Beteiligung der Interessensvertretungen, und er berücksichtigt Aspekte der Gleichstellung, Barrierefreiheit und Diversität. Liebe FDP, es mag sein, dass Ihnen das nicht gefällt, denn es ist das Gegenteil von Digitalisierung first, Bedenken second. Das ist verantwortungsvolle Digitalisierung. Zweitens versteht der Digitalpakt Wissen als Teil von Gesellschaft und Demokratie. Deshalb setzt er auf Open Science, Open Access und Open Source. Projekte wie ein gemeinsames Webportal, das Lehrenden und Studierenden den Zugang zu digitalen Angeboten aller hessischen Hochschulen ermöglicht, sind wichtige Schritte zur Demokratisierung von Wissen. Gemeinsame Forschungsinformationssysteme und Forschungsdatenbanken beflügeln den Austausch auch unter Wissenschaftlerinnen. Sie sind die Grundlage für gesellschaftlichen Fortschritt durch Wissenschaft und Innovation. Der Digitalpakt bringt damit die Digitalisierung der Hochschulen und die Zusammenarbeit zwischen den Hochschulen zur Nutzung von Synergien entscheidend voran. Er erhöht die finanziellen Mittel, aber auch die inhaltliche Qualität. Und wenn man den Digitalpakt und den Antrag der FDP am Ende nebeneinander legt, muss man feststellen, die Hessische Landesregierung und die hessischen Hochschulen brauchen keine Nachhilfe in Sachen Digitalisierung von der FDP. Vielen Dank.